Gut, Leute, neues Trimac-Video. Wer schafft die beste Transformation in 3 Monaten Fitness-Challenge mit Personal Trainer? Okay, let's go. Leute, ganz kurz gesagt, was jetzt ansteht. Wir haben ja schon sehr, sehr oft übers Thema Fitness geredet. Immer mal wieder so im Stream. Romatra, 3, 4, 5 Mal die Woche zum Sport. Chef Strubel auch, ich auch. Ist auf jeden Fall eine Leidenschaft von uns. Macht extrem viel Spaß. Ja, Max, hast du nicht gesagt, dass du 30 Kilogramm Fett in deinen Organen hast? Folge sehen und so weiter. Wir hatten ja schon mal so ein bisschen eine Challenge, jetzt wollen wir auch wieder eine machen. Da haben wir uns jetzt professionelle Hilfe dazu geholt. Mein Lieblings Fitness-YouTuber Deutschlands, Smart Gains. Den holen wir gleich mit in den Call dazu. Chef Strohl und Rumatra auch. Ja, okay, finde ich fein, dass du da, der die Gewinner können den Verlierer Sachen aufs Ohr schnacken, was der andere dann machen muss. So wie wenn ich du wäre, aber halt nur, dass es nur in eine Richtung geht. Das kann auch so richtig cringe sein. Ich werde dann einfach Chef Strobel losschicken und Leute richtig wack anbaggern, weißt du? Ich bin mal wirklich gespannt. Also erstmal finde ich es schade, dass ich nicht dabei bin, Max, natürlich, klar. Trimax mich damals schon gefragt, ob ich nicht Bock auf sowas hätte. Ich habe direkt gesagt, ja. Ich glaube aber einfach, dass dass meine Transformation zu krass ist und ich halt jetzt schon zu gut aussehe. Also ich habe jetzt schon eine sehr, sehr gute Form. Ja, ich bin halt einfach ein sehr, sehr hübscher Boy tatsächlich. Ich bin extrem krass. Also, naja, ihr denkt immer, ich bin nicht heftig. Ihr denkt immer, ich bin nicht heftig, aber ich bin extrem crazy. Also, ich kann euch. Ja, ihr werdet sehen. Irgendwann kommen Videos von mir, wo man das sieht. Und dann werdet ihr schon schauen. So, ist der Strubbel? Fuck, Boah, das Alter. ist mir eine Klage am Hals und kriegst aufs Ja, Maul ja, irgendwie. ja. Das Ich ist wollte auch gerade inklusive. sagen, Inklusive. da machen wir so ein paar Regeln, wie zum Beispiel, wenn da jetzt auf einmal so eine Gruppe ist und dann weißt du, dass der Freund dabei ist, dann werde ich da nicht hingehen und die anbaggern, Alter, da kriege ich auf die Fresse oder Ja, so. da gibt's dann auch übel Aber aufs das Maul. wollen wir Alter, kommt sehen. aus dem Hintergrund, da gibt's Das richtige wollen wir sehen. Schläge. Junge, dann. So, das ist der Content, das ist der Content. Das Weil wollen die wir halt in sehen. Hamburg irgendwo hin und müssen Gitarre spielen, so auf Ernst und so einen Beutel ausbreiten, dass sie dafür Geld Boah. wollen. Oh mein Gott, Junge, das wäre so Das ist zu, geisteskrank. die Bestrafung ist zu krass. So, So, das war wir ich schauen gar mal nicht, ganz kurz konnte ich keine hier. Liegestütze. Jetzt wiege ich 122, Boah, bin auch, Digga, das ist schon krass. auch, also es läuft echt gut und macht ultra Spaß und Kraftzuwächse sind da. Aber jetzt nach 4 Jahren Massephase, sag ich mal, und Jetzt nach 4 Jahren Wasserphase ist doch mal gut, Max, ne? teilweise auch echt nicht ganz sauber, müssen wir da auf jeden Fall runterkommen. Digga, Ihr habt ja 122 auch alle Kilo ist schon. unterschiedliche Ziele, ne? Also, Ja. Trimax, du willst so, wie viele Kilos hast du so vor abzunehmen? Was wäre so dein Wunschziel? Lass uns heute mal definieren für jede Person Ausgangsstadium und was wäre so, wenn ihr mit dem Finger schnipsen könntet, was wäre euer Wunsch, wie ihr nach den 10, 12 Wochen, je nachdem, wie lange wir es machen, wie ihr dann aussieht? Also ich will auf jeden Fall, wenn ich jetzt auf mich fokussiere, ich bin ehrlich, ich wiege gerade bei 1,84 Meter, wiege ich glaube ich 73 oder 72 Kilogramm, das ist immer noch ein bisschen zu wenig, also deutlich zu wenig. Ich wäre gern auf 76, 77 Kilogramm hoch und ziemlich ripped, das würde ich gerne machen tatsächlich. Ich werde nie derjenige sein, der richtig breit wird. Das lässt meine Genetik einfach nicht zu. Da müsste ich eine aktive Massephase wirklich machen. Da müsste ich mich auf 80, 85 Kilo hochfressen. Mois hat das damals auch gemacht. Aber ich habe einen sehr, sehr krassen Stoffwechsel und ich scheiße extrem viel. Daher auch mein eigenes Klopapier. Gaming Wolf Live, Dankeschön für deinen Sub. Deshalb, ja, ich fress gerade auch extrem viel. Ich bin gerade, glaube ich, bei 3200 bis 3500 Kalorien und fress mir gerade wirklich ordentlich was rein. Milkshake mit Eis und Proteinpulver gibt es morgens zum Frühstück und sowas tatsächlich. Viele Leute werden sagen, Lauch, ihr habt mich nicht oben ohne gesehen. Sagen wir so, wie es ist. Also, ich hätte auf jeden Fall wieder gern so unten diese V-Linie, Richtung Sixpack auf jeden Fall und auf jeden Fall groß, also wie, also meine Oberschenkel. Das hier bin ich, glaube ich, vor einer Woche. Das bin ich gerade. Und ich würde halt gerne noch ein bisschen Brust und so Zuwachs nehmen, tatsächlich. Wie ihr vielleicht seht. Und bisschen mehr an den Armen halt tatsächlich, ne? Das ist halt das Ding so. Weil Arme bei mir ist halt tatsächlich wirklich wenig. Ja, trotzdem Lauch, das ist halt das Ding. Ich bin halt wirklich extrem drahtig. Ich bin halt wirklich dünn. Ich bin halt wirklich dünn, Leute. Aber ich habe halt schon, glaube ich, so von der Form her eigentlich relativ gut. Ich muss halt auf jeden Fall ein bisschen mehr an den Armen und noch ein bisschen mehr an der Brust machen. Es ist kein Photoshop, das ist wirklich tatsächlich echt, Leute. Das ist, okay, ihr glaubt es mir nicht. Es ist wirklich echt. Es ist 100%ig echt, Digga. Ja, ich muss auf jeden Fall, also Arme, das ist halt so das Ding.
Boah, das sieht man halt auch gar nicht im Stream so. Arme muss ich halt wirklich. Also Arme ist bei mir halt ultra schwach, wirklich. Also man, schaut mal hier, Digga, was für dünne Arme ich habe. Das ist insane. Deshalb will ich crazy. Ah, oh, Digga, also ganz ehrlich, so, wisst ihr, was ich meine? Meine Arme sind, obwohl ich wirklich ordentlich Arme mal trainiere, keine Ahnung, ich habe halt sehr, sehr dünne Arme einfach so, was soll ich sagen, ne? Also, ihr seht das hier, vielleicht Schulter und sowas hier, Schulter ist super, super stabil, aber meine Arme sind halt wirklich einfach extrem, extrem, extrem dünn einfach. Das liegt aber auch daran, dass ich halt sehr, sehr, geile Achsel, ihr sagt es, Mann. Dass ich halt sehr, sehr lange Arme habe. Also ich habe halt so, ich sehe aus wie so Slenderman, wisst ihr, was ich meine? Deshalb bin ich halt gerade auch in der Massephase und fresse halt wirklich unfassbar viel in mich rein, Digga. Und gehe auch jetzt 3 bis 4 Mal die Woche zum Sport. Aber Kraftwerte steigen auf jeden Fall und ich bin auf jeden Fall, was das alles angeht, so ziemlich, also sehr viel athletischer geworden. So. Ich merke das halt selber, keine Ahnung, so. Was Kraft generell angeht, so ich habe heute bei Jordis Umzug zum Beispiel geholfen, Kraft aus den Beinen und sowas, all sowas, das ist auf jeden Fall, ja Digga, das ist auf jeden Fall, glaube ich, echt besser geworden und so, aber ich bin jetzt mal gespannt, wie es bei Max aussieht, was der so an Zielen und sowas hat und die anderen. Schenkel, das ist immer so. Wirklich ein guter, wie ist die Schulterweite bei dir? Beatnox müsste ich ausmessen, kann ich nicht sagen. Das ist eine richtige Problemzone bei mir. Okay. Die bessere Oberschenkelmuskulatur. Könnt ihr irgendwie... Oberkörper, also wie gesagt, ich bin jetzt wieder ins Fitness eingestiegen, zurzeit 3-mal die Woche. Also so Oberkörper läuft einigermaßen. Wie gesagt, so wieder Richtung Sixpack wäre ich auch mal wieder nice zu gehen, auch für den Sommer. Das ist Rumatra. Rumatra hat das Glück, Rumatra hat eine generell sehr stabile Figur. Wenn Rumatra ein bisschen ripped geht, kann der sofort shredden und sieht instant gut aus. Also Rumatra muss ein bisschen auftrainieren. Der sieht richtig, richtig krass aus. Es ist immer viel, viel einfacher, abzunehmen und zu shredden, als zuzunehmen und aufzubauen und shredded auszusehen. Das ist unglaublich schwer. So wie er sich jetzt befindet, meins kriegt ihr später, wenn die Transformation abgeschlossen ist. Hat man jetzt bei Chef Strobe auch, weil... Nee, ich bin gigafett geworden. Also das Erste, was ich machen muss, ist mir von Benny irgendeinen Ernährungsplan... helfen lassen. Strassler, danke schön. Strobel auf jeden Fall ziemlich, ziemlich ripped. Strobel sehr, sehr stabile Arme tatsächlich. Ich ernähre mich scheiße, ich esse scheiße. Strobel hat auch wirklich einen sehr, sehr guten Bauch. Krasse Brust auf jeden Fall. Arme bei Strobel wirklich stark, Alter. Aber er hat natürlich auch hier so. Aber ja, das hat das Ding. Arme bei mir, Arme und Brust bei mir wirklich super, super, super schwach. Bauch muss ich gar nicht viel machen. Kommt von alleine. Arme und Brust bei mir. Schulter und Rücken habe ich auch gar kein Problem. Ich bin auch generell, was es angeht, so in der Breite wirklich gewachsen. Also breiter geworden von der Schulter her. Aber Brust und Arme sind bei mir wirklich gerade Kernpunkt. Ich bin scheiße, das ist alles. Gute Kombo. Also du musst auf jeden Fall einen ganzen Tag Fußball gespielt haben, weil du bist richtig gut ripped. Wenn du keine Ahnung hast von Ernährung, geht das gar nicht so. Also. Licht von oben hin oder her, das ist halt... Das da kann man jetzt, also ich kann mich auch mit dem gleichen Licht da hinstellen, ich sehe so nicht aus. Also er hat auf jeden Fall, er hat die Hose auch so ganz unangenehm tief, Digga, man sieht fast nur seinen Schwanz, da fehlt nicht mehr viel. Also Licht kann einiges machen, aber nicht alles. Mhm. Es gibt ja zwei Sachen, entweder sieht man oberkörperfrei so am Strand, ultra ripped und gut aus, aber dafür im T-Shirt macht man jetzt nicht so den größten Eindruck, ne? Das wäre halt eher bei mir, also bis ich wirklich richtig krank breit werde, boah, Digga, da muss ich halt wirklich, also ich habe ja auch einen Personal Trainer, Digga, da muss ich halt wirklich, da müsste ich so viel reinfressen, das schaffe ich nicht, Digga, das kriege ich nicht hin. Sag ich mal. So eine Sascha Huber Physio, Sascha Huber hat eine extrem starke Form, aber Sascha Huber ist auch wirklich, das sind 4 Jahre, 5 Jahre tryharden, Digga. Aber ja. wenn du jetzt so auf, bei der Masse, die du hast, auf, weiß nicht, 14% Körperfettanteil kommst, dann ist das natürlich auch schon mal eine ganz andere Erscheinung, auch wenn du Klamotten anhast, ne? Genau, stimmt, das Foto, wo du Nacken, da hast du so 13-14%? Ja, eher 14, glaube ich, weil man sieht oben... Boah, so ein Nacken, so Ex-Nacken finde ich immer ein bisschen komisch, also ist nicht so meins, ne, muss ich ehrlich sagen. Er ist halt auch eher Masse, ne, er ist auch nicht ripped, wobei doch schon ziemlich eigentlich. Die zwei Bauchmuskeln sieht... Man sieht halt in den Armen, Körperfettanteil hier, die Adern und sowas, das ist halt krass. Sieht man schon ein bisschen mehr, ich habe es jetzt in Miniaturansicht, die obere Bauchmuskeln sieht man ein bisschen mehr, die unteren auch schon, aber die unterste Reihe sieht man zum Beispiel gar nicht. Mhm. Und die unterste Reihe siehst du eher so bei mir, wenn du irgendwo zwischen 10 und 12 bist. Ja.
Und Beine werden dann auch frei, wenn ich 10 auf jeden Fall habe oder dann auch schon ein bisschen drunter gehe. Ist natürlich immer körperspezifisch, aber ist natürlich geil, dass du das bei dir ganz genau weißt, was, ja. wenn was abgedeckt ist von ein bisschen Bauchfett, wie dann genau meins, da der Körper. Wer nicht meins mit so einem Nacken. Es ist schwierig zu definieren. Also wenn ich jetzt einfach nur mit dem. Also ich finde so eine Form, muss ich ehrlich sagen, so wie Strobel, sie hat echt nice. Körperfett runter, dann würde ich ja wahrscheinlich und die Muskeln halte, gewinnen. Aber das ist ja gar nicht unbedingt dann für mich, sag ich mal, ein Sieg, auch wenn die Transformation dann gewonnen ist. Weil ich ja auch bei der Kraft aufbauen möchte. Wir machen es so wie Max, wie damals unsere Challenge. Ich meine, da waren wir auch so fair, haben wir auch gesagt, wer gewonnen hat. Gut, ja. Das ist auch nicht 100% durchgezogen bei der Challenge. Ja, ja. Muss man wieder auch dazu sagen. Ja. Aber ich meine, wie schon gesagt, ich weiß ja, ob wir jetzt wöchentlich oder jede 2 Wochen ein Bild machen, dann kann man die ja so nacheinander staffeln, dann sieht man ja die Transformation bis zum Ende. Und dann sollte man, ich finde auch, das sollten wir unter uns ausmachen und Benny kann dann auch nochmal dazu was sagen, wie er was sieht, welche Transformation. Mhm. Weil ich finde, wenn wir jetzt Zuschauer entscheiden lassen, müssen wir jetzt sagen, ja, das safe. Auf jeden Fall. Ja. Da ist man dann ja auch fair. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich sehe, okay, du hast jetzt krass gesagt, ist einfach, ja. Also ich finde halt zu viel Muskeln, muss ich sagen, finde ich auch überhaupt nicht schön. Ich würde halt gerne noch, wie gesagt, ein bisschen Balken, ein bisschen was aufbauen, so. Aber ist halt das Ding, Leute. Also wenn ich meine Arme hängen habe, Digga, die sind halt wirklich extrem lang. Und lange Arme sehen halt immer super, super lauchig aus, ne? Jetzt habe ich mir überlegt, mich komplett voll zu tätowieren, Digga, damit meine Arme wenigstens ein bisschen was aussieht. Ich habe gewonnen, ich will nicht bestraft werden. Ja, so ja, wie gesagt, das meine ich ja, dass wir das vielleicht dann unter uns klären. Klar, die Zuschauer können von mir aus dann noch immer sagen, jo, was präferiert ihr? Aber im Endeffekt würde ich sagen, wir unter uns machen das aus und Benny gibt dann auch noch so ein Statement. Jo, das fand ich gut, das ist irgendwie nicht so gut gelaufen oder... Bei ihm sieht man jetzt, das hat sich krass verbessert. Das hat irgendwie bei Umatra Schultern absolut krass geworden, bei Chef Strobel dafür Beine deutlich besser. Ja, Beine war mir auch ein Thema. Also ich mache halt auch gerade Squats, wirklich Dead Squats, die bis nach unten gehen, Digga, mit gut Gewicht drauf. Ich glaube, Stange, ich glaube mittlerweile 60, 65 Kilo oder sowas. Auch extrem, extrem eklig so eine Übung. Aber Beine zu trainieren ist auch nochmal mit so einer generellen ganz dünnen Physis, die ich halt nun mal habe, wirklich auch nicht leicht. Also nochmal, Muskeln aufbauen, ja, ich habe extrem, wie gesagt, extrem aufgebaut, was Schultern und Rücken angeht, ganz, ganz viel. Hat auch meine Haltung wirklich nachträglich gut beeinflusst. Aber Beine zum Beispiel bei mir, also Oberschenkel bei mir super, aber Unterschenkel Katastrophe, Digga. Katastrophe. Das sieht aus wie von einem 7-jährigen Mädchen, Digga. Wirklich. Also, das ist ganz, ganz schlimm. Ja, schon nicht. Ich wiege momentan 72,5, 73 oder sowas. Ich will so auf 77 eigentlich hoch. RIP 77 mit gut Masse. Lösung. Also, gehst du täglich trainieren? Nee, ich gehe alle 2 Tage. Ich würde am 1. anfangen, würde am 1. mich morgens wiegen nach dem Pinkeln. Ja. Würde ein Bild machen für dich. Muss auch nicht für den Stream sein, aber für dich. Würde ich ein Bild machen. In der gleichen Pose, immer am gleichen Ort, gleiches Licht. Also wenn du ein Bild hast mit Licht, dann sollte der immer an sein. Ja. Dann stellst du dich ganz normal gerade frontal hin und machst ein Bild. Mhm. Kannst gerne auch mal noch eine Rückansicht machen oder eine Seitansicht mit Selbstauslöser. Nichts anspannen, oder? Nicht anspannen, ganz normal hinstehen. Mhm. Einfach entspannt. Ja. Und deine Bilder machen. Ja, okay. Der Sport macht über den Kopf frei, Alter. Gut, das linke Bild, Chef Strobel. Da sieht man aber auch schon, der hat halt wirklich einen relativ guten Ausgangspunkt, was seine Arme angeht. Chef Strobel ist relativ klein und hat dementsprechend auch kürzere Arme, kann also auch deutlich besser aufbauen. Also zum Beispiel ist es halt so ein Dehner zum Beispiel. So ein Dehner könnte niemals großartig aufbauen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt das Ding. Also so ein Dehner zum Beispiel könnte halt niemals hingehen und großartig seine Arme wirklich großartig steigern. Wisst ihr, was ich meine? Dehner ist halt 1,94 oder sowas. Geil. Meine Freundin hat mich komplett transformiert. Die Freundin macht Schluss direkt die erste Das muss ich wirklich sagen. Du bist ja auch auf dem... Okay, Strobel hier auch. Da sieht man es halt... Früher ganz, ganz dünn gewesen und jetzt wirklich sehr stabil, aber halt... Level gestartet. Ich sag ja, okay, bei mir ging es da jetzt erstmal, ich weiß auch, meine ersten Wochen im Fitness oder ersten Monate überhaupt, war erstmal Koordination an der Stange zu lernen, Gewicht drauf zu bekommen. Ich weiß... Es ist schon, aber es ist sehr, sehr anstrengend. Es ist aber sehr, 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 sehr anstrengend. Es ist auch wie ich...
das erste Mal Bankdrücken frei. Ich habe immer geführt gemacht, dann beim ersten Mal frei. Mhm. Das war geisteskrank. Die Stange ist mir gefühlt aus den Händen gerutscht, weil ich nicht hingekommen. Ja. Was denkst du denn, wie viel Kilos du runter haben willst, Trimax? Was ist denn hier? Damit es nicht mehr ungesund ist, muss ich 13,5 Kilogramm Fett verlieren. Aber das wird in 12 Wochen ein bisschen knapp, ne? Also wenn du pro Woche ein Kilo Fett verlierst, das, also ein Kilo Fett hat 7000 Kalorien, das ist schon sportlich. Nee, das, also wenn das ist... Wenn wir jeden Tag 500 Kalorien defizit machen, wird man ein halbes Kilo Fett verlieren. Mhm. Wir können natürlich ein bisschen aggressiver arbeiten, aber 13 Kilo Fett in 12 Wochen ist schon sehr sportlich. Das stimmt. Aber es ist halt eine Geld-Challenge. Und was schafft Ich will ja auch Muskeln aufbauen. Muskeln aufbauen und bei den Kraftwerten nicht runter. Das ist gerade, dass ich da... Ich habe früher viel mehr Fleisch gegessen. Ja, ich auch, wie gesagt. Und dann durch Freundin, muss ich sagen, viel Dokus gesehen, viel reingelesen und dann... Ja, man will so die Billigfleischindustrie nicht supporten, ne? Ja, das ist genau, richtig. Genau. Was bei dir stabil wäre, wären 100 Kilo 4x6. Ja, genau, das hatte ich so. Was ist dann... Was mal ein Bild von Max. Ah, hä? What the fuck? 108. Schlafregeneration ist schon ein wichtiger Faktor für Muskelaufbau und auch fürs Abnehmen. Max könnte halt wirklich ein extremes Tier werden, wirklich. Max könnte wirklich so schnell extrem krass aussehen. Max hat wirklich sehr, 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 sehr gute Startbedingungen. Wisst ihr, was ich meine? Also, keine Ahnung, dass es, ich könnte mir gut vorstellen, weil Strobel hat schon eine gute Form. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann mir vorstellen, Max sehe ich eher als Powerlifter. Ja, voll. Max könnte so Kevin Volta-mäßig sein. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, dass Romatra das Ding vielleicht sogar holen könnte, weil Romatra hat schon eine sehr, sehr athletische und sportliche Figur. Romatra ist generell schon ziemlich muskulös, so wenn man ihn kennt. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass Max tatsächlich Zweiter wird, Romatra Erster und Strobel vielleicht. Aber wir schauen. Enden hier. Ja, das ist, ich muss sagen, wenn ich früher ins Bett gehe, penne ich besser, als wenn, also ich versuche die ganze Zeit jetzt schon früher ins Bett zu gehen, wenn ich so um 4 Uhr ins Bett gehe, das ist immer Krise dann. Also umso früher ich gehe, umso besser schlafe ich, muss ich sagen. Also ich habe es manchmal so, dass ich halt manchmal nur, selten mal 6 Stunden nur schlaf, aber dann manchmal nehme ich mir dann auch, wenn ich weiß, so jetzt habe ich 3 Tage nur 6 Stunden geschlafen, jetzt mache ich mal, morgen habe ich jetzt extra Termin später gelegt, dann schlafe ich mal 11 Stunden und hole das dann wieder rein. Ist auch nicht so gesund, ne? Ja, so geht's mir ungefähr auch. Ja. Habt ihr manchmal Schlafrhythmus sonst so? Ja. Schlafrhythmus ist bei mir auch so ein Problem. Also ich bin mal gespannt, Leute, wie und ob Max das Ding dann tatsächlich, wie das sich hier tatsächlich, Stefan sagt, aber keine Frauen am Baggern, wo der Freund dabei ist. Ich dachte, ihr macht eine Fitness-Transaktion. Ja, irgendwie ein bisschen seltsam. Elite Snipes Dani, dankeschön für das Sub. Bin gespannt, wer das Ding hier von den Jungs hier das Ding holt. So.